Da. Ja, wenn man das will, ja. Solange ihr nicht nackt auf dem Tisch getanzt habt. Nee. Montagnachmittag. Die Ruhe vor dem Sturm. Sehen wir, dass der liebe Christoph das Dach auch fertig hat. Hat er ja wirklich super gemacht. Wer den Kontakt von Christoph will, kann sich gerne bei mir melden. Wirklich ein super Handwerker. Oh, es ist echt besser geworden, als ich dachte. Also, er hat das richtig gut gemacht. Also mit viel Liebe zum Detail und stabil. Hier die Säule, das kommt noch weg, die Stütze. Dann können wir nämlich hier auch schön lagern für unser Online-Geschäft, dass wir die Ware, wenn es mal regnet, hier unterschieben können. Dann müssen wir hier auch nicht mehr so rumochsen mit Pavillon oder was weiß ich. Sehr schön. Afu? Schoko? Schoko! So, jetzt gehen wir mal eben hier zu Oddersberg. Die Mädels haben da was vor. Bin ich mal ganz gespannt, was das werden soll. Nehme ich euch mal mit. Tag! Hallo! Steffen hat gleich die Kamera mitgebracht. Ich muss nämlich noch hier für unseren Wochenvlog mal so ein bisschen was aufnehmen. Siehst du, vielleicht können wir gleich mal eben kurz schnacken. Nina, was sagst du? Ja, sicher. Ja, die Ladies in Euthen, in Oddersberg, waren ein bisschen schüchtern heute. Aber was ich erzählen kann, was eigentlich, nettes Bild, ne? Biko ist gerade da. Was ich erzählen kann, ist, dass wir mit Nina und Vanessa und allen anderen Teamleitern und Verkäuferinnen eine Akademie machen wollen, eine betriebsinterne Akademie, wo wir Leuten zeigen, die betriebsfremd sind oder eben Quereinsteiger sind, wie das funktioniert bei uns, was man wissen muss, was man können muss, weil wir natürlich auch immer wieder die Leute ins kalte Wasser schmeißen, das ist echt hart. Und ja, und ich weiß, dass das natürlich dann letztendlich auch auf Kosten des Betriebes geht. Und das ist ein Mitarbeiterprojekt, wo ich natürlich versuche, so gut es geht zu unterstützen, meine Ideen reinbringen kann, aber es soll am Ende, ist es dann einfach ein Mitarbeiterprojekt, also richtig coole Sache. Werden wir sicherlich was auch drüber zeigen können hier auf diesem Kanal. So, wir stehen hier gerade am Stickenofen. Der Kollege ist da. Was ist hier los? Sag noch mal eben kurz, was du eben gesagt hast. Wir wurden informiert, dass er schlechtes Backergebnis hat im mittleren Bereich. Hab den jetzt aufgemacht und hab das Trümmerfeld vorgefunden. Das ist der Schwaden. Oben der Schwadenverteiler. Es sind an den hinteren beiden Rohren abgerostet und dann ist das alles zusammengefallen. Scheiße, ey, wie geht sowas denn? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. In dem Umfang noch nicht. Scheiße, krass. Ja, was schlägst du vor? Ja, das Beste wäre auf jeden Fall, den Schwadenverteiler neu einzubauen, zu gucken, was noch alles Schaden genommen hat. Ja. Und dann dementsprechend zu reparieren und jetzt, damit er läuft, das irgendwie notdürftig wieder zusammenzuschustern. Ja. Ja. Jetzt funktioniert. Scheiße, ey. Oh Mann. Na, was sagst du? Das sieht schon mal gut aus hier. Ja, wir machen immer ein bisschen Video für unseren Bäckereikanal auf YouTube und dann mache ich immer ein bisschen. Ist immer ganz interessant. Aha, schon wieder zu hier. Ja. Ich habe auch noch ein Foto gemacht, wie das aussieht. Ja. Da ist noch eine Sache. Ja.
Nein. Der Wassersack hinten. Ja. Also wo das Wasser aus der Rinne hinten rausläuft, der war komplett dicht. Den habe ich jetzt freigespült, also der geht wieder. Ja. Das Problem ist nur, dass der Anschluss, der an die Rinne mündet hinten, ist lose, ist gammelig. Da kommt nicht mehr viel durch. Das heißt, irgendwo ist eine Undichtigkeit, wo Wasser wahrscheinlich hinten in die Dämmung reinläuft. Da müssen wir auch mal zeitnah rangehen, weil die Teile muss ich bestellen, die habe ich nicht vorrätig. Oh Scheiße. Ich muss die ganze Wand rausnehmen und muss nicht gucken. Das ist natürlich viele, viele schlechte Nachrichten, aber. Das ist nicht gut, ey. Nee. Nimmst du das mit auf den Zettel, dass wir das zeitnah hinkriegen? Ja. Schreibe ich alles auf. Oh Mann. Mein Chef kümmert sich um den Kostenvoranschlag. Ja. Für das ganze Schwarze. Ja. Ja. Das wird dann auch zeitnah. Warte mal kurz. Wann? Dann können Sie ja dann selber entscheiden. Ja. Guten Morgen. So, heute ist schon wieder Donnerstag. Und ja, irgendwie haben wir gerade nicht so einen richtigen Lauf. Es reißt nicht ab. Ich zeig euch, zeig dir mal was. Da hinten, da muss ich jetzt mal eben hin. Da will ich mal was zeigen. So Leute, es darf auch keiner sehen, was ich hier mache. Naja, also ich habe ja gesagt, ich zeige euch das mal eben. Hier stehen hier unsere Kältemaschinen, die Verflüssiger. Und jetzt wollen wir mal eben gucken, wo das Problem ist. So, ich bin hier an der Kältemaschine und hier haben wir ein Leck sozusagen. Und naja, wie man sieht, die Kiste ist auch schon ein bisschen älter. Stehen ja die Kältemaschinen für unsere Kühlanlagen. So. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn Kältemittel weggeht, dann muss da natürlich was gemacht werden. Ne? Scheiße, ey. Das auch noch. Braucht ja kein Mensch. Wird auch nicht ganz günstig. Also irgendwie. Murphy's Law. Wenn irgendwas scheiße läuft, dann kommt noch Scheiße dazu, ne? Naja, so. Mal gucken, dass ich hier wieder runterkomme. So. Ich hoffe, da nimmt sich jetzt jeder ein Beispiel dran. Ich liebe meinen Bäcker. Beko ist auch gerade da und bringt Rohstoffe. Aha! Moin, moin! Bist du aus dem Bett gefallen? Ja. Moin! Die heute fett. Hast du Party gemacht gestern? Oder? Gestern, ja, du musst. Okay. Was kommt jetzt noch hier? Jetzt Bitumi. Ja. Die Folie, das ist Abdichtung. Ja. Und Pappe. Ist aber jetzt schön trocken alles, ne? Jetzt schön trocken, genau. Ja. Okay. Super. Und heute fertig. Heute fertig. Genau. Top. Tja, das war also die Woche. Pfingstwoche, also es ist irgendwie doch eine mehr bunte Woche mit ein paar Sachen, die unvorhergesehen waren und somit auch ja, ein bisschen für Chaos gesorgt haben, zumindest bei mir, weil die Dinge geregelt werden müssen. Alles gut, ich stehe im Garten hier hinten, da hinten siehst du die Bank, die die Mitarbeiter mir geschenkt haben hier, die Ecke, da werde ich mich jetzt noch ein bisschen hinsetzen und hier ein bisschen den Garten genießen, bevor es dann wieder nach Hause geht. Und ich wünsche an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Schöne Pfingsten. Ciao. Ach ja, wenn du weiter dabei bleiben willst, abonnieren, kommentieren und gerne unsere Backwaren schnabulieren. Bis dann. Tschüss.